Ja, willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Der nächste Titel, beziehungsweise das nächste Video, was wir uns ansehen werden, klingt ein bisschen komisch, denn es ist Dr. P. Ihr wisst, was es sein soll. Orno. Wer kann ihn stoppen? 30 Minuten. Ich bin schwer begeistert von dem Titel und wir schauen mal rein, was uns hinter Dr. P. Orno erwartet. Abfahrt. Herzlich willkommen, Leute. Jetzt bei Funk. Nice. Nice, 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 nice. Heute sprechen wir über ein gut gehütetes Geheimnis auf der dunklen Seite von YouTube. Genau wie das Internet, das wir mit einem normalen Browser sehen können, nur 2,3% des gesamten Webs ausmachen, sehen wir nur einen winzig kleinen Bruchteil von all dem, was es auf YouTube zu sehen gibt. Letztes Jahr habe ich euch ja bereits Auszüge dieser Seite präsentiert. Aber heute... Hä, erst Holy, dann Orangentee macht Sinn. Natürlich macht das Sinn, hallo? Wie kannst du die Sinnhaftigkeit meiner Getränke hier in Frage stellen? Zeige ich euch etwas ganz Besonderes. Etwas ganz besonders Heftiges. Etwas, über das scheinbar Millionen von Menschen gemeinsam schweigen. Und das selbst die YouTube-Mitarbeiter überrascht hat, die ich damit konfrontierte. Ich wollte einfach mal wissen, was steckt wirklich dahinter. Aber wenn man sich einmal auf dem Weg auf die düstere Seite YouTubes macht, fällt man in einen Kaninchenbau. Kommt ihr mit? Heute geht es um verstörende Doktorspiele, Teen-Poppen und pädagogisch... Was? Nein, 30 Minuten. Ich ertrage so ein kritisches Thema keine 30 Minuten. Oh mein Gott. Wertvolle Vibratoren und ein ganz großes Geschäft. Let's go. Die dunkle Seite von YouTube. Also ehrlicherweise glaube ich, dass YouTube schon sehr, sehr gut darin ist, Inhalte zu sperren bzw. Inhalte zu blockieren, die... keine Ahnung, gegen die Community-Richtlinien verstoßen, glaube ich. Da gibt es andere Plattformen, die machen das deutlich schlechter. Deshalb bin ich gespannt, was er da gefunden hat. Ich bin zum Glück auf der richtigen Seite von YouTube. Ich hoffe, ihr auch. Ich kenne die dunkle Seite, bis jetzt zumindest noch nicht. Bildung. Wenn man nicht genug davon in der Schule bekommt, dann kann man auch auf YouTube unterwegs sein. Gibt ja genügend Bildungsinhalte. Also, richtige Bildung. Nicht so wie hier. Nein, ich rede von einem richtigen Bildungskanal. Diesem Kanal hier. Ein Dr. Gustavo Queroz Licona. Okay. Ja. Keine Ahnung, was hier steht. La misión y visión del canal es que por medio de la prevención en la salud femenina. Okay. Irgendwas Präventives für Feminine, also für Frauen. I don't know. Ich hatte mal Spanisch. Merkt man jetzt nicht, aber ich hatte tatsächlich mal Spanisch in der Schule. Keine Ahnung, was da steht, ehrlicherweise. Gynäkologe aus Mexiko ist auf YouTube zu finden, mit weit mehr als 1,5 Millionen Abonnenten und insgesamt über einer halben Milliarde Aufrufe. Sein Inhalt? Videos von Patientinnen. Bei der Behandlung. Von der Behandlung. Kein Witz. Und YouTube juckt's nicht. Von diesen Videos wird dann zu einer Website mit Abo-Modell verlinkt, auf dem man den ganzen Spaß dann all uncensored, also unzensiert sehen kann. So that teaching. Wisst ihr, was mich an YouTube momentan richtig stört? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber die ganzen Bots. Also wenn ich mal, kurzer Real Talk an der Stelle, wenn ich einen Short oder so poste, in der ersten Minute sind da, keine Ahnung, 7 Bots, die irgendwelche P-Orno-Seiten bewerben und dann irgendwas reinschreiben von wegen, dein Inhalt ist so inspirierend, es hat mich weitergebracht im Leben, bla bla bla, so eine Bot-Scheiße halt. Und wenn du das Profilbild siehst, dann weißt du ganz genau, was diese Accounts im Prinzip wollen, nämlich dich auf diese P-Orno-Seiten zu führen. Also richtig nervig. Und ich habe tatsächlich meine Partnermanagerin bei YouTube gefragt, ob die dagegen was machen. Und ja, die machen was dagegen. Aber wenn die irgendwie 10 Accounts blockieren bzw. sperren, werden zeitgleich irgendwie 50 neue eröffnet. Die kommen halt hardcore nicht hinterher und das heißt, in Zukunft werden es erstmal mehr als weniger. Es ist richtig Rotze. Es nervt richtig hart. Bang is better. Also, so dass das Lehren besser klappt. Ach so. Stream ist 22 ungefähr. Also, wir gucken, vielleicht auch länger. So, das sind nur Lehrvideos. Ein Quell des Wissens für Millionen von Fachärzten weltweit. Die Titel der Videos erscheinen sachlich. Auf den Thumbnails sind meist die Frauen und der Doktor zu sehen. Ja, ich finde auch, ich müsste mir über mein Thumbnail-Design auch mal Gedanken machen, weil ich finde diese Thumbnails sehr abwechslungsreich, oder? Einmal den Doktor von vorne, einmal den Doktor von der Seite und nochmal den Doktor von der Seite, wie er den Arm hebt. Sehr gut. Das ist sehr abwechslungsreich. Fühle ich. Ich müsste so ein bisschen auch meine Thumbnails bearbeiten, finde ich. Und in den Videos wird fast nichts zensiert. Es gibt wohl eine interessierte Szene. Обратите внимание, если то, что вы нашли, пульсирует, то, скорее всего, вы прощупали сосуд.
Das wirkt ja so wie die Sammlung eines Fetischs. Der Besuch beim Gynäkologen kann man beispielsweise ganz gut hier sehen. Where are the new pads? Oh. Aber es gibt keinen, der das so konsequent und erfolgreich füttert wie Dr. Gustavo. Ja, Doktorspiele, Herrgott. Alex, gibt's denn diese Woche wirklich nichts Spannenderes als das? Wartet es mal ab. Es geht nicht nur um irgendeinen Fetisch. Hier geht es um ein ganzes Netz, um eine gut geölte Maschine. Ein Geflecht aus Kanälen, unter anderem einer mit dem Titel Gin. Oh, kritisch. Gin-Teen? Oh, das könnte böse werden. Das könnte 353.000 Abonnenten, aber auch Spanisch. Teen. Eine Website mit einem fragwürdigen Abo-Modell. OnlyFans. Ja. Dieser Doc ist skrupellos. Und YouTube macht mit. Und ich habe mir die Frage gestellt, was davon ist real und wie kann das überhaupt sein? Und das hat mich einfach nicht losgelassen. Und deswegen wollte ich euch da mal mitnehmen. Oh Junge, diese Einspieler, die fetzen mir die Ohren weg. Mach mal ein bisschen leiser, Alter. Ja, wie kann das sein? Bevor wir diese Frage beantworten, habe ich zuerst kurz eine Frage an euch, die mich wirklich interessiert. Nämlich, wie gefällt es euch eigentlich, dass diese Videos hier jetzt komplett ohne Werbung auskommen? Ist das besser so? Könnt ihr mir da unten ja mal kundtun. So, machen wir mal weiter. Mit dem Wort Verantwortung. Ist ein langweiliges Wort, ne? Als Postender gibt es mehrere Ebenen von Verantwortung. Erstmal, was kann ich grundsätzlich verantworten, von mir und anderen zu zeigen? Zweitens dann, weiß ich, was mit diesen Daten dann passiert? Ja, nichts geht ja verloren. Und in Zeiten von KI-generierten Videos muss man sich auch bewusst sein, dass jegliches Material, das im Netz landet, Teil von Datenbanken werden könnte und für jede Art von Fakes und anderen nicht genau genannten Dingen benutzt werden kann. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und genau, und ich weiß nicht, von wem das Video war, aber wir haben uns letztens, ich glaube auch Kuchen, es haben viele über die Jindawis berichtet. Kennt ihr die Jindawis, die ihre Kinder halt ins Netz stellen oder die Geburt ihres Kindes ins Netz stellen? Und da ist im Prinzip die gleiche Thematik. Man könnte die Bilder bzw. die Gesichter der Kinder in die KI schmeißen und so weiter, ey. Da sind die sich ja scheinbar nicht wirklich bewusst drüber, beziehungsweise was ja noch viel schlimmer wäre, wenn die drauf scheißen und einfach ihre Kinder vermarkten, um selber reicher zu werden, als sie sowieso schon sind. Das geht in eine ähnliche Richtung, Chat. Natürlich drittens, ja, man hat auch Verantwortung den Zuschauern gegenüber. An wen richte ich jetzt welche Art von Inhalt? Richte ich auch keinen Schaden bei dieser Zielgruppe an? Und mir scheint es so, als ob der liebe Doktor eine andere Zielgruppe anspricht, als er die Öffentlichkeit denken lassen will. Videos, in denen die Gesichter der Patientin zusammen mit ihrer Brust zu sehen sind, sind keine Seltenheit. Ja, in Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo. Macht man hier Brust- oder Po-Vergleiche, um zu zeigen, dass jeder unterschiedlich ist und es vollkommen okay ist, nicht wie jedes 08. Die Frage ist, hat er das zensiert oder war es auf dem Thumbnail schon zensiert? Ich glaube, wenn es auf dem Thumbnail nicht zensiert wäre, würde es YouTube sperren. Bin mir aber nicht so sicher. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob er das zensiert hat. Jeder unterschiedlich ist und es vollkommen okay ist, nicht wie jedes 0815 Model auszusehen. Naja, die Darreichungsform ist ein bisschen seltsam. Warum ist das Gesicht der Frauen auf fast jedem Thumbnail zu sehen? Aufklärung braucht keine lebendige Frau, die auch noch identifizierbar ist. Was sagt denn eine Stelle, die sich wirklich mit Sexualaufklärung auskennt dazu? Ich habe mal die Profis der Hochschule Merseburg gefragt und die Antwort, die wird deutlich. Sein Content hat keinen pädagogischen Tenor. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich sein Anspruch ist. Er sagt, er wolle Wissen vermitteln, aufklären, aber was er eigentlich will, so meine Deutung, sind Klickzahlen und Geld. Inhalte, die pädagogischen Anspruch haben, dürfen in erster Linie nicht voyeuristisch sein. Und wer jetzt denkt, naja, dass gynäkologische Untersuchungen am nackten Körper pädagogisch wertvoll sein können, ist doch jetzt nicht zu weit hergeholt, der hat sich vielleicht geschnitten. Denn Achtung, der Kanal hat zwei Videos mit dem Titel Die sexuelle Reaktion der Frau verbessert sich nach einer Hormonbehandlung bei der Mehrzahl der Patientinnen deutlich und Warum lindert Sex... Nee, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es nachzensiert ist, Chat, weil so, das sieht jetzt ehrlicherweise nicht so aus, als wäre das vom Creator selbst, also vom Creator in Anführungsstrichen, von dem Arzt selbst zensiert. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber, boah, 49.000 Likes, gut bewertete Videos, Bruder, oh mein Gott. Schmerzen und verbessert die Stimmung, zweiter Teil. Und darin sieht man genau das, was ihr euch möglicherweise denken könnt. Und das finde ich auf YouTube enorm verstörend. Der Doktor
bringt seine Patientin auf YouTube zum Orgasmus. Ach, sowas passiert bei Gynäkologen? Ich hatte ja keine Ahnung. Spaß beiseite. Soweit so normal. Schließlich wurden ja bereits im 19. Jahrhundert hysterische Frauen mit Massagen der Klitoris behandelt. Weiß man ja. Nur ist das halt ein Mythos. Dass das passiert sein soll, dafür gibt es keinerlei Beweise. Übrigens diese Geschichte und dass manche Ärzte auf... Ihr habt gerade nachgeguckt und es ist nicht zensiert in der Originalfassung. Das spricht ehrlicherweise nicht für YouTube-Chat. Weil normalerweise sind das genau die Inhalte, die man auf so einer Plattform eben nicht sehen möchte. Ist jetzt die Frage, warum sie es nicht sperren? Da werden ja auch bestimmt ganz viele diese Videos melden, beziehungsweise diese Thumbnails. Keine Ahnung, vielleicht kommt er gleich noch darauf, aber ich finde es jetzt erstmal sehr, sehr komisch. Aufgrund dieser Behandlung sogar an körperlichen Beschwerden ähnlich des Tennisarms litten und dass darauf dann der Vibrator auf den Markt kam, auch das ist nur ein Mythos. Sexuelle Bildung vermittelt Wissen, das sich an den Fragen und Lebensphasen der jeweilig Lernenden orientiert. Dazu kann natürlich auch gehören, eine gynäkologische Untersuchung zu beschreiben, denn das interessiert viele Menschen, gerade Jüngere, die noch keine Erfahrung damit gemacht haben. Aber sexuelle Bildung kommt ohne vermummte, transparent gekleidete weibliche Körper aus, an denen etwas demonstriert wird. Natürlich werden auch in der sexuellen Bildung Dinge demonstriert, aber das passiert an Modellen oder Bildern, nie am nackten, lebenden Objekt. Das, warte mal, ihr habt das gerade gecheckt, Chat, und da sieht man das weibliche Geschlechtsteil unzensiert? Unzensiert in seinem Video. Ey, da kann ich mir nur eine Erklärung drauf einbilden und das ist wirklich, dass YouTube ihm das Educational abnimmt. Aber selbst das ist ja, ne, wenn wir das lesen, was der Parabelritter uns da gerade zeigt, selbst das wäre einfach vollkommener Bullshit. Ah, das gibt's doch gar nicht, ey. Wie kann das sein? In diesem Video ist ein Teil des Akts zensiert. Aber nicht etwa intime Körperdetails. Wo denkt ihr hin? Man sieht im Verlauf des Videos wirklich alles. Es ist etwas anderes zensiert. Und das hat System und einen Grund. Dazu später. Hier ist also ein Gynäkologe, der die gleiche Prozedur der Bildung auf YouTube durchführt wie Nichtwissenschaftler, sich eine Hysteriebehandlung im 19. Jahrhundert vorstellen würden. Von Seiten der Hochschule Merseburg heißt es weiter: Ein Merkmal der sexuellen Bildung ist, dass sie konkret und brauchbar sein muss. Aber ich bezweifle, dass die Zuschauerin aus den Videos etwas wirklich Brauchbares im Sinne von Wissenszuwachs mitnehmen. Ich denke eher, dass die Inhalte der Videos auf manche Menschen stimulierend wirken könnten, was dann aber nichts mit sexueller Bildung, sondern mit Pornografie zu tun hat. Dass YouTube da... Aber es gibt doch, Chat, es gibt doch ganz klare so Richtlinien, also YouTube-Richtlinien, die muss jeder Creator oder dem muss jeder Creator zustimmen und wenn nicht, wirst du entmonetarisiert, das ist schon mal Punkt 1 und du wirst natürlich auch gesperrt normalerweise für die Inhalte. Deshalb checke ich nicht so ganz, warum es da scheinbar eine Ausnahme gibt. Das muss ja dann eventuell, wie gesagt, das Educational daran sein. Anders kann ich mir es nicht erklären. Damit kein Problem hat... Das finde ich krass. Ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen. Und deswegen habe ich den Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum direkt gefragt, ob sie wirklich kein Problem damit haben. Die absolut hilfreiche Antwort erzähle ich euch später. Chillt mal. Die Videos haben ja eine Altersbeschränkung und wir wissen alle, dass man die im Internet nicht umgehen kann. Und deshalb ist es ja auch nicht so weiter wild, dass direkt unter dem Video seine Website verlinkt ist, auf der man eine beitragspflichtige Mitgliedschaft abschließen kann, wenn man dann alles unzensiert sehen möchte. Und kann. Das war mir einfach nicht klar, dass sowas auf YouTube möglich ist. Hat man das übersehen? Ich habe YouTube gefragt und auf die Frage, ob sie bei der Verlinkung keinen Richtlinienverstoß erkennen, auf diese Frage sind sie gar nicht erst eingegangen. So ein Mist aber auch. Schon wieder. Okay, zur Nacktheit und sexuellen Inhalten. Die YouTube-Community-Richtlinien enthalten klare Richtlinien, die es verbieten, explizite Inhalte, die sexuell befriedigend sein sollen, auf unsere Plattform zu zeigen. Ja, im Prinzip, ne, der erste Satz reicht ja schon. Verbot von Nacktheit, erlauben wir keine Inhalte, die nicht einvernehmliche, ja gut, okay. Ja, also, wir entfernen diese Art von Inhalten rigoros. Ja, merkt euch dieses Wort rigoros, Chat. Ja, keine Ahnung. Nicht wirklich, oder? Übersehen. Aber unser Doktor ist ja auch schlau. Er weist nur indirekt auf sein Angebot hin. In den Beschreibungen und im gepinnten Kommentar seiner Videos findet man nämlich immer folgenden Satz. Auf Spanisch und Englisch steht hier geschrieben: Denken Sie daran, dass Sie unzensierte Videos auf unserer Plattform mit meinem Namen finden können. Ja, was ist das anderes als eine Verlinkung zur Pornoseite? Auf der Website sieht es dann so aus. Wie jetzt, euer Hausarzt hat auf seiner Seite keinen Patreon-Link? Take advantage of this new promotion. Schick uns einen Beweis, dass du mit deiner Karte keinen Zugriff hast und du erhältst einen Monat kostenlosen Zugriff.
Ja. Was verbirgt sich wohl hinter dieser Paywall? Bildung. Bildung, meine gynäkologischen Anwärter. Also, zahlungspflichtige Weiterbildungskurse sind das jetzt nicht direkt. Aber sein YouTube-Kanal, der ist doch ein Bildungskanal, oder? Zum einen ist er als Entertainment-Kanal gelistet, das mal so nebenbei. Die Einschätzung der Sexualwissenschaftler der Hochschule Merseburg dazu war deutlich. Das ist kein Kanal, der mit sexueller Bildung zu tun hat. Denn er hat klar pornografische Elemente. Close-ups, völlig sinnlose Nacktheit, um Dinge zu erklären, für die die Frauen nicht komplett nackt sein müssen. Maskierung der Frauen, die ein bisschen an SM oder einen Fetisch erinnern. In keiner mir bekannten gynäkologischen Untersuchung kniet sich eine Frau hin und bekommt ein Gerät von hinten eingeführt. Ja, ja, das ist ja ganz klar, was das für ein Inhalt sein soll. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich kenne diese Untersuchung, by the way, auch nicht. Krass, ich find's heftig. Ich hätte gerne ein Statement von YouTube noch dazu, ehrlicherweise. Vielmehr erinnern seine Videos an die Pornokategorie Instructional oder an Pornos auf dem gynäkologischen Stuhl. No Kinkshaming. Aber mit YouTube Sales Funnel schwierig. Community-Posts auf YouTube wie dieser hier machen es dann auch nicht unbedingt besser. Und uns wird spätestens jetzt klar, da steckt möglicherweise mehr dahinter. Vielleicht sollten wir auch erstmal einen Blick auf das System werfen. Oh Junge, meine Ohren, also bitte, tu mir einen Gefallen und mach diese Einspieler leiser. Mir fliegen die Ohren regelmäßig weg. Seine eher unprofessionelle Website verrät schon viel. Vor allen Dingen, wie man beim Abo spart. Die häufig gestellten Fragen drehen sich um die Abonnements zu den unzensierten Videos. Die Fachbereiche wie Gynäkologie oder plastische Chirurgie sind fake, enthalten keine Informationen. Aber wenn ich mir die meistgestellten Fragen anschaue, interessiert es die meisten ja auch nicht. Es werden 3 Abo-Modelle vorgestellt, um unlimited access to all videos zu bekommen. Okay, bis zu 34 US-Dollar für 6 Monate. Access to all exclusive content on gynecology, obstetrics, was auch immer das ist. Ja, sexuality, okay, beauty and more. Ja gut, ist halt ein selbstgeschaffenes OnlyFans quasi. Komm, zumindest 20. Ja, das ist nicht nur zu 99,99999% Pornografie, das ist zu 100%. Ja, das ist seine eigene OF-Seite, wo er als Arzt quasi diesen Doc-Fetisch befriedigt. Und das Schlimme daran ist, dass YouTube das halt scheinbar zulässt, so als Werbeplattform. 22 hat er auch noch OnlyFans benutzt, wie man hier... Ach so, ja gut, okay, gut. Dann wissen wir ja auch, ja, alles klar. Wahrscheinlich kriegt er einfach mehr Kohle, wenn er das selbst auf seiner eigenen Plattform vermarktet. Hier sehen kann. Seine OnlyFans-Seite ist zwar heute nicht mehr erreichbar, aber sie hat offensichtlich mal mitsamt Inhalt existiert. Und zwar bevor die Website mit Abo-Modell existierte. Ich meine, klar. Wieso auch Tantiemen abtreten, wenn man es selber machen kann? Und seht ihr, was da auf dem Schild steht? Respuesta Sexual Contins. Übersetzt so viel wie sexuelle Reaktionen bei Teenagern. Ganz. Au, 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 es wird immer schlimmer und wir haben erst 10 Minuten von 30. Au, au, au. Ganz übel, Leute. Ganz übel. Wie alt ist denn die Patientin? Wie weit geht dieser Gustavo? Existiert das Video irgendwo? Wenn wir uns schon in der Welt der Pornografie bewegen, dann dürfen wir hier eine Sache nicht vergessen. Hier herrscht ein bisschen anderes Vokabular. Teenporn, das klingt katastrophal. Bedeutet in dieser Welt aber erstmal das Spiel mit einem Tabu. Nicht, dass es genau das auch beinhaltet. Also, falls ihr denkt, wir haben gerade einen pädophilen Ring aufgespürt, setzt euch wieder. Die Welt ist besessen von der Jugend, daher ist die Pornografie mit diesem Thema überschwemmt. Teen- oder Barely-Legal-Pornos sind nichts Neues. Noch bevor sich das Internet durchsetzte, brachte der Playboy spezielle College-Girl-Ausgaben heraus, während sich Hustlers Barely-Legal-Magazin in den Männerfantasien junger, sexuell unerfahrener Frauen bediente. Der Begriff Teen, also eine Person, die in ihrem Alter noch eine 1 vorn stehen hat, in Verbindung mit Porn, also Teen-Porn, soll laut Urban Dictionary aber nicht für Pornos mit Minderjährigen stehen. Es soll eine Person beschreiben, die 18, 19 Jahre alt ist. Man findet den Begriff deshalb oft, weil er klickt. Dr. Gustavo scheint sich jedenfalls viel Mühe zu machen, Inhalte auf Social Media zu veröffentlichen und damit auch eine Reichweite zu erzeugen. Er ist auf 2 Instagram, einem TikTok. Ja gut, sein TikTok läuft Gott sei Dank nicht ganz so gut. Kanal und natürlich noch auf Facebook zu sehen. Auf einem ist eine Gynäkologie-Webseite verlinkt, es wird über Behandlungen und Preispakete gepostet. Dr. Gustavo, eben als normaler Gynäkologe. Aber die ist ziemlich sicher fake. Knapp 25.000 Abonnenten und meist nicht mal 1 bis 5 Likes oder überhaupt Kommentare. Ein Like, habt ihr das gesehen, Chat? Er hat es auf genau einen Like geschafft. Okay, nicht wundern, wir mussten einmal die Kamera ändern. Weiter geht's. Also ich bin jetzt unten links zu finden, wie ihr sicherlich seht. Abfahrt. Zur Website und zum OnlyFans-Account dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auf Facebook und Patreon
scheint man ähnliche Inhalte zu finden. Leute, das ist ein ganzes Ökosystem, das hier kreiert wurde. Eine Website, Patreon, Facebook, Insta, getan. Ja, meine Kamera hat auf jeden Fall eine sehr, sehr toxische Beziehung zu mir. Ey, das ist wirklich, sobald Ostern vorbei ist, hängt dann eine neue Chat. Ich kann es ja nicht ändern. Als Netzwerk mit bildungsrelevanten Inhalten, öffentlich, aber versteckt hinter dem Gesicht eines Gynäkologen. Und dann gibt es natürlich noch seinen zweiten Kanal mit Erotik-Content wie diesen hier. Und der heißt eben Gin-Teen. Ja, Alter. Ein zweiter Kanal, der im Endeffekt, ja, lockt. Also hinter der Paywall. Okay, beste Leben. Ja, was, Chat, ganz im Ernst, was steckt dahinter? OnlyFans 2.0 halt von ihm kreiert, um noch mehr Kohle zu scheffeln. Content wie diesen hier. Und der heißt eben Gin-Teen. Ja moin, herzlich willkommen, liebe Pädophile. Hier finden Sie, was Sie suchen. Danke, YouTube, dass ihr das ermöglicht. Aber stopp. Es ist doch ein bisschen komplizierter. In der Beschreibung steht, der Kanal richtet sich an Frauen im Alter von 13 bis 21 Jahren zum Thema Frauengesundheit. Ach, Glück. Wahrscheinlich. Zum Thema Frauengesundheit. Mhm. Es geht also wirklich nicht um Teen-Porn, sondern um Aufklärung für Teens. Das geht ja dann natürlich voll klar. Die Inhalte hier sind zwar deutlich zensierter und es wird mehr geblurrt, aber ein Video, in dem er Hand- bzw. Vibrator anlegt, ist auch wieder dabei. Damn it, you! Victorian Era? Sollte man sich jetzt als Teenager ärgern, dass man viel zu wenig sieht? Kein Problem. Dr. Gustavo hat da immer einen hilfreichen Kommentar parat und angehangen. Also er wirbt auf einem Kanal, der für Teenager gedacht ist, für Pornografie. Finde nur ich das krass? Und der Kanal, der explodiert, Leute, der explodiert. Wir haben also hier einen angeblichen Arzt, der auf mehreren Kanälen seine Website bewirbt. Und Leute, Julia schreibt, an sich finde ich das alles jetzt nicht so schlimm. Okay. Also er deutet ja in der Beschreibung seines Videos darauf hin, dass es sich an Teenager richtet, also 13 bis 21. Und er bewirbt dabei Pornografie. Und das finde ich schon krass. Also auch, dass er die Plattform YouTube dafür nutzt, um halt Werbung dafür zu machen. Ich finde das sehr, sehr krass. YouTube natürlich auch. YouTube auch bodenlos, dass sie es so hinnehmen. Aber ich finde es, es hat wenig mit Aufklärung zu tun. Also wirklich, das, wenn er wirklich aufklären wollen würde, müsste man das, wie diese eine Institution das auch geschrieben hat, müsste man das nicht am lebenden Körper machen. Ja. Fürs Protokoll, natürlich habe ich... Könnte man ja auch ganz schlicht und ergreifend mit medizinischen Abbildungen machen zum Beispiel. Aber das klickt sich dann nicht gut, beziehungsweise da steht halt dann kein irgendwie Typ drauf, deshalb macht man es nicht. Ich mir das mal angesehen. Es gibt da wenige Beiträge, bei denen mal nichts eingeführt wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Schaut euch einfach mal die Titel an, dann wisst ihr, was genau da zu erwarten ist. Darunter auch ein Kanal mit einer konkret selbsterklärten Zielgruppe im Teenageralter. Bevor wir uns jetzt aber um den absurden Fakt kümmern, weshalb YouTube den ganzen Spaß hier mitmacht, kümmern wir uns noch kurz um den Doktor selbst. Wir haben uns nämlich auf... Also, ich kenne, glaube ich, die Antwort. Und der Chat hat sie eigentlich auch schon gegeben. Ich glaube, YouTube toleriert das eventuell, weil die Klickzahlen so krass sind. Und weil, naja, hohe Klickzahlen bedeutet viel Werbung, das bedeutet wieder viel Geld. Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen. Außer, dass sie halt wirklich glauben, dass es Educational Content ist. Aber wenn man das wirklich glaubt, dann muss man schon sehr, sehr blind für sein. Auf die Suche nach ihm gemacht. Sogar in Mexiko selbst. Boah, Junge, Alter, ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn er diese Einblender macht. Für jemanden, der auf Social Media so aktiv ist wie Dr. Gustavo, findet man sehr wenig über diesen Mann heraus. Nicht einmal, ob er wirklich ein Doktor ist. Oder ob das überhaupt sein richtiger Name ist. Oder ob er wirklich in einer Klinik angestellt ist. Sehr shady, Leute. Sehr shady. Aber natürlich haben wir es für euch versucht. Erster Gedanke: Namen auf Google eingeben. Easy. Alle Kanäle sind gleich zu sehen. Er wird sogar als Arzt angezeigt. Allerdings ohne das Doktor. Auf Google Maps findet man dann auch schnell einen Eintrag. Ja, zusammen mit Adresse, Telefonnummer und Website. Die verlinkte Website ist hier aber nicht die absolut glaubwürdige Homepage von vorhin, sondern eine Unterseite dessen mit Terms and Conditions. Was eine interessante Wahl ist, weil man diese Unterseite dieser Abo-Website gar nicht sieht, wenn man auf der Website ist, aber man kann an der URL erkennen, dass sie zusammengehören. Der erste Eindruck ist, er muss wohl bei der Mujer Sana Praxis arbeiten. Ein Arzt mit dem Namen Dr. Gustavo Queiroz Licona ist auf der Website der Praxis aber gar nicht zu finden. Alter, sag mir nicht, dass er nicht mal Arzt ist, bitte. Das wird es alles,
also noch viel schlimmer machen. Wenn er noch vorgibt, Arzt zu sein und das dann auch letztendlich gar nicht ist. Oh Gott, ey. In der Klinik sollen 4 Leute arbeiten. Ah, schau mal, der Mann da, der sitzt doch an einem gewohnten Platz. Ich meine, der hat Haare, aber ist das Dr. Gustavo? Zumindest sitzt er an dem Schreibtisch, an dem immer Gustavo sitzt. Und an der Wand hängt auch gut erkennbar dieses Zertifikat mit seinem Namen. In diesem Raum führt Dr. Gustavo auch all seine Behandlung durch. Allerdings steht unter diesem Bild nicht etwa der Name Dr. Gustavo, sondern Dr. Edgardo Araiza. Hä? Das ist aber seltsam. Findet ihr, dass er unserem Doktor irgendwie ähnlich sieht? Dr. Edgardos LinkedIn-Profil zeigt dieselbe Ausbildung, wie auf der Website für ihn angegeben wird. Das heißt, Dr. Edgardo... Einfach exposed. Alter, Farabel Ritter deckt ja alles auf. What? Oder Arisa existiert, aber laut LinkedIn-Profil arbeitet er ganz woanders. Was? Deswegen haben wir einfach mal im richtigen Krankenhaus angerufen, in dem dieser Dr. Edgardo Araiza offiziell arbeitet. Übrigens als plastischer Chirurg. Und, aha, Dr. Edgardo Araiza arbeitet tatsächlich dort. Okay. Besteht jetzt also die Frage, existiert diese andere Klinik überhaupt? Oder ist das alles nur eine Fassade? Die Praxis befindet sich mitten in Mexico City. Wenn wir einen Blick auf Google Street View werfen, dann sehen wir klar und deutlich eine pinke Fassade und dort auch noch Werbung für die Kundenkarten. Aber ihr wisst, mir reicht das nicht. Deswegen haben wir von... Deswegen ist er hingeflogen, Chat. Hat er sein Privatjet genommen und ist nach Mexiko geflogen und hat den Gynäkologen bzw. plastischen Chirurgen oder keine Ahnung, vielleicht auch gar keinen Doktor bei sich zu Hause besucht. Euren Gebührengeldern extra jemanden nach Mexiko fliegen lassen. Ernsthaft? Ernsthaft? Spaß. Einer meiner Kontakte in Mexico City ist da mal unauffällig vorbeigelaufen und es sieht dort genauso aus wie auf den Bildern. Es ist ein gutes Viertel, eine andere Klinik. Wer kennt's nicht, die entspannten Kontakte nach Mexiko? Klinik ist direkt im Block. Er konnte aber nicht bestätigen, dass es tatsächlich eine Praxis ist, die ganz normal geführt wird. Aber zumindest können wir dadurch bestätigen, dass das dort tatsächlich so zu existieren scheint. Schauen wir uns doch jetzt mal die Rezension an. Dr. Gustavos persönlicher Google-Eintrag als Arzt, der hat nur 2 Bewertungen, während der Mujersana-Praxis mittlerweile über 2700 Rezensionen bekommen hat. Allesamt ausgesprochen positiv. Zumindest auf den ersten Blick. Ein paar davon zeige ich euch später. Und weil wir es genau wissen wollten, haben wir da auch mal angerufen. Die nette Dame am Telefon hat den Anruf dann sogar mit Mujersana angenommen. Das spricht schon mal für sie. So, wir erinnern uns. Auf dieser Website, da ist ja diese... Ey, wenn die Anrufe bei ihm genauso erfolgreich sind wie die Anrufe bei mir, hört er gleich, halt die Fresse auf Mexikanisch. Dieser Dr. Edgardo Araiza, als dort arbeiten... Was spricht man in Mexiko? Mexikanisch ist keine Sprache, oder? Wie jetzt doof? Was spricht man da? Spanisch. Obviously. Spricht man da noch andere Sprachen? Spanisch. Gibt's aber mexikanischen Akzent oder habe ich mich jetzt richtig krass blamiert? Mexikanisch. Oh Gott, ich habe mich richtig, blamiert, Chat. Mexikanisch gibt nur... Okay. Ja, wir vergessen das. Ich muss das Video eh cutten. Ich cutte das einfach eiskalt raus, okay, Chat? Wir einigen uns drauf, dass ich das einfach eiskalt rauscutte. Der Arzt gelistet. Als wir nach ihm gefragt haben, hieß es aber, nee, also der arbeitet nicht hier. Und ein Dr. Gustavo? Arbeitet ein Dr. Gustavo bei Ihnen? Ja, der arbeitet hier, aber auch nur, wenn er Termine hat. Oh, wir sind so nah dran, Leute. So nah dran. Nach einem kurzen Hin und Her haben wir dann noch eine andere Nummer bekommen. Und zwar die Nummer von Dr. Gustavo. Ist das schon dieser Investigativjournalismus? Wir haben dann natürlich Dr. Gustavo angerufen, aber der Anruf war... etwas verwirrend, denn auch dort ging eine vermeintliche Sprechstundenhilfe ran, die allerdings deutlich verschlossener und unmotivierter erschien und sagte, Dr. Gustavo sei in einer Besprechung und rufe zurück. Aber Dr. Gustavo hat uns niemals zurückgerufen. Auf die Frage hin, ob er der Dr. Gustavo von YouTube sei, kam ein gelangweiltes Correcto. Mehr hat die Correcto auch nicht gesagt, aber ich denke, wir verstehen uns. Die Frau bestätigte auch, dass sie zu Mujersana gehört. Also, Dr. Gustavo existiert in dieser Praxis, aber irgendwie nicht so richtig offiziell. Die Verbindung von ihm zur Klinik findet man nur, wenn man den Instagram-Account der Mujersana-Klinik durchstöbert oder in den Google-Rezensionen der Praxis nach seinem Namen sucht. Alter, das ist ja next Level Exposed. Seit wann macht Parabel Ritter so krasse Exposed? Finde ich gut. Zahlreiche kann ich noch was lernen, Chat? Kann ich echt noch was lernen? Normalerweise ist mein Vorbild ja Mimi, ihr wisst Bescheid. Aber
Der macht das schon echt geil. Wertungen, die in den Himmel loben, sind da zu finden. Liest man jetzt aber mal ein wenig genauer, sieht man, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da faul. Zwischen den überwiegend positiven Rezensionen findet man auch einige negative Bewertungen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, Chat, aber die positiven Bewertungen interessieren mich eigentlich nie. Wenn ich irgendeine Location oder so google und ich möchte Bewertungen haben, dann stelle ich bewusst immer auf maximal 3 Sterne ein. Du kannst es ja filtern nach 1, 2, 3, 4, 5 oder bis 3 oder whatever. Und ich stelle immer nur dann bis maximal 3 Sterne ein, weil ich einfach lesen will, was die Kritik an diesem Laden ist oder so. Restaurant zum Beispiel. 5-Sterne-Bewertung, ja, schön und gut, aber wir wissen alle, dass man die kaufen kann. Manche kaufen auch 4-Sterne-Bewertung, einfach weil es authentischer aussieht. Aber ich filter halt explizit nach schlechten Bewertungen, weil die meist, also auch nicht immer, aber meist, ja, so ein bisschen realistischer sind. Und liest man sich die durch, stellt man sich schnell die ein oder andere Frage. So ein paar enttäuschte Patienten vermuten, dass es sich hier eventuell nicht mal um richtige Ärzte handeln könnte. Nicht mal richtige Ärzte? Das wäre jetzt aber schon krass. Zumindest arbeitet ein Arzt, den sie namentlich nennen, auf der Website nicht dort. Und der andere, der dort tatsächlich gelegentlich arbeitet, wird nicht namentlich erwähnt. Creepy. Was sagen die Experten von der Hochschule Merseburg? Machen die Videos den Eindruck, dass es sich hier um einen echten Gynäkologen handelt? Nein. Wobei es teilweise den Anschein macht, als hätte er medizinisches Wissen. Was aber nicht automatisch bedeuten muss, dass er ein studierter und promovierter Arzt ist. Grundlegendes medizinisches Wissen kann man ja auch auf anderen Wegen erlangen. Ja, gut. Also Chat, das stimmt. Aber die können ja jetzt nicht beurteilen, ob er wirklich Arzt ist oder nicht. Also die Frage war halt, würden Sie aus den Clips, die Sie gesehen haben, vermuten, dass er tatsächlich Gynäkologe ist? Ja, das kann man jetzt, also da sage ich euch ganz ehrlich, auf einer Intensivstation manchmal, da laufen Ärzte rum, da vermute ich auch, dass das keine Ärzte sind. Aber das sind tatsächlich wirklich Ärzte. Nur mal so ganz nebenbei. Das ist halt eine blöde Frage, finde ich. Das ist, vermuten Sie aufgrund der Clips? Ja, gut, cool, okay, danke. Das Wissen kann man ja auch auf anderen Wegen erlangen. Uiu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 
weil ich ansonsten demnächst wirklich Urlaub in Mexiko machen muss. Aber was für ein Irrsinns Rabbit Hole, in das wir da gerade gefallen sind, oder? Aber kommen wir mal auf die harten Fakten zu sprechen, denn das ist ja das Entscheidende am Ende. Warum werden diese beiden YouTube-Kanäle des Doktors eigentlich von der Plattform weiterhin zugelassen? Oh, Bruder, Alter, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hat das einer kommentiert, dass das da zu laut ist? Mann. Also super geiles Video, aber ich kriege ja jedes Mal hier einen Herzinfarkt. Das soll etwas nicht mit... Der Zertifikat-Hauptmeister misst nachher im Schnitt in Ruhe nach. Richtig. Rechten Dingen zugeht, das sehen wir ziemlich deutlich. Wie können diese Inhalte so frei verfügbar auf YouTube seit Jahren existieren? Schlimmer wird es sogar mit einem Blick in die Kommentare. Hallo, ich bin 17 Jahre alt und seit etwa 9 Monaten habe ich einen Knoten in meiner rechten Brust. Meine Mutter sagt, es ist hormonell, aber die Wahrheit ist sehr unangenehm und in letzter Zeit habe ich Beschwerden um die Brustwarze. Antwort: Hallo. Es ist ratsam, dass Sie so schnell wie möglich zu einem Arzt gehen. Wahrscheinlich ist es nichts Schlimmes, aber es ist immer ratsam, das zu überprüfen. Ja, gut, richtig und wichtig. Richtiger Kommentar, genau. Also Knoten in der Brust kann oder ist nie wirklich ein gutes Zeichen, ja, kann eventuell mal hormonell sein, aber da würde ich sofort auf jeden Fall zum Gynäkologen laufen oder ja, zu eurem behandelnden Frauenarzt eben und das einmal abchecken lassen. Könnte natürlich auch Krebs sein, ne? Eine offensichtlich besorgte 17-Jährige sucht nach Rat. Und mich... Ja, Knoten sind immer schlimm, ja. Deshalb immer abklären lassen. Gruselt es schon ein bisschen, muss ich sagen, dass sie so nah an einer Pornoseite nach Hilfe suchen muss. Und das zwischen offensichtlich lüsternen Kommentaren. Wieso tut... Ja, Chat, also ich sag ehrlich, zumindest hat man da richtig reagiert und hat als Kommentar dann auch dahingeschrieben, bitte geh zum Arzt. Teilweise suchen auch Menschen irgendwie Hilfe bei TikTok oder so. Die geben tatsächlich medizinische Fragen bei TikTok ein. Oder wo ich noch eine Zeit lang auf TikTok live gestreamt habe, mache ich heutzutage übrigens auch noch ab und zu mal. Aber da fragen mich Menschen, was sie dann mit gewissen Symptomen machen sollen. Und ich denke mir so, Alter, du bist bei einem TikTok-Livestream. Geh zum Arzt, Alter. Woher soll ich wissen, was du hast? Also ich kenne dich nicht, ich kenne deine Geschichte nicht, ich kenne deine Vorerkrankung nicht, geh zum Arzt. Also sucht auf gar keinen Fall irgendwie bei so Dingen online nach Hilfe. Ich google auch ab und zu mal ein paar Symptome, keine Frage, aber in 99% werden die Ergebnisse einfach nicht richtig sein. Geht zum Arzt, Mann. Tut YouTube nichts. Wir wissen ja, dass YouTube strenge Richtlinien hat. Ich kann davon Liedchen singen, deswegen zensieren wir ja auch viele Worte, die irgendwas mit Sex zu tun haben. Sex. YouTube äußert sich so, es gibt Ausnahmen, wenn es nicht um sexuelle Befriedigung geht. Außerdem werden bei nicht jugendfreien Inhalten auch Bewertungen von Dritten berücksichtigt, um besser einschätzen zu können, ob das so klar geht. YouTube gibt auch Beispiele, die ich euch jetzt hier mal einblende, dass ihr ungefähr abschätzen könnt, was diese Richtlinien bedeuten. Aha, das Letzte. Nicht erlaubt sind also Inhalte, die Sexspielzeug im Zusammenhang mit sexueller Befriedigung zeigen. Haben wir da nicht einen Hit? Und was sagt YouTube jetzt dazu? Da sich im Internet neue Missbrauchsformen entwickeln, analysieren wir diese Trends, um zu beurteilen, wie sich unsere Richtlinien weiterentwickeln sollten. Ja, aber, also jetzt mal ganz ehrlich, Chat, jetzt mal ganz ehrlich, man analysiert das weiter, aber jetzt, was soll man denn daran noch analysieren? Was soll denn da noch passieren in diesen Videos, dass der Algorithmus merkt, beziehungsweise dass YouTube merkt? Nee, das können wir aufgrund der Community-Richtlinien jetzt einfach nicht durchgehen lassen. Ich verstehe es nicht. Sollten. Und deswegen muss der Doktor nicht etwa den nackten Frauenkörper zensieren, sondern den Vibrator. Clever! So kommt er anscheinend um die Richtlinie haarscharf herum. Was nicht heißt, dass es nicht User gibt, die das anders sehen. Vor ein paar Monaten haben mehrere Reddit-User mehrere Videos des Kanals reported. Und daraufhin wurden wohl auch einige Videos entfernt. Aber das ist ja eigentlich nicht das einzige Problem von Dr. Gustavo. Es gibt ja auch noch Richtlinien auf YouTube, die sich mit externen Verlinkungen beschäftigen. Und ein kleiner Blick in die Richtlinien, der reicht schon. Gleich der erste Satz. Veröffentliche keine Links, über die Nutzer zu Inhalten gelangen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Und da man die unzensierten Videos über die geteilten Links erreicht, haben wir doch jetzt hier einen Treffer, oder? Links zu sexuellen Inhalten Ja, ist verboten. Ist verboten. Ist einfach verboten. Worüber reden wir dann da, Chat? Dosen gegen YouTubes Community-Richtlinien. Und Dr. Gustavo, der weist sogar freundlicherweise selbst darauf hin. Wegen der YouTube-Richtlinien kann ich diese Bilder nicht zeigen. Abonniere meine Website, um diese Videos ohne Zensierung sehen zu können. Und dahinter dann der Link zur Website. Dieser Doktor verstößt gegen die Richtlinien von YouTube. QED.
dachte ich. Aber offensichtlich spielt er 4D-Schach. Denn über den Link kommt man ja nicht auf die Inhalte, sondern zur Paywall. Kommt es nein, deshalb nicht ach, durch? Laber nicht. Ach komm, ey, diese ganzen Tricks, ne, wer will sich da verarschen lassen? Wer verarscht da eigentlich wen? Wie gewieft kann man sein? Ich würde euch ja jetzt gern das Statement von YouTube zu genau diesem Fall sagen, aber das kann ich nicht, weil sie auf diese Frage einfach nicht geantwortet haben. Super. Ja moin, was sollte jetzt eigentlich passieren, wenn man gegen Richtlinien verstößt? Erst Warnung, Alter. Dann raus damit. Tja, warum es diesen Doktor trotz allem noch auf YouTube gibt, das ist mir nach den Aussagen der Hochschule Merseburg ein echtes Rätsel. Er nutzt YouTube als Funnel, um Kunden zu akquirieren und das richtig frech. Und was macht YouTube? In ihrer Antwort auf unsere Anfrage hin stand noch das hier. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, darunter die Entfernung einer Reihe von Videos, die wegen Verstößen gegen unsere Richtlinien zu Nacktheit und sexuellen Inhalt markiert wurden. Wir haben auch andere Videos mit einer Altersbeschränkung versehen, die zwar nicht gegen unsere Richtlinien verstoßen, aber für jüngere Nutzerinnen nicht geeignet sind. Okay, zumindest wurde anscheinend nach unserer Anfrage nochmal geprüft und ein paar Videos runtergenommen. Und hier und da hat er mal noch eine Altersbeschränkung gesetzt. Aber das ändert nichts daran, dass es nach wie vor ein aktiver Sales Funnel ist. Ey, hau den Account einfach runter von der Plattform. Das braucht man auf YouTube einfach nicht. Ich check das halt nicht. Hau den Account einfach weg und diskutier da nicht mit irgendwelchen Altersbeschränkungen, die eh keine Sau interessieren. Ich kann mich, oder wenn man keine 18 ist, dann meldet man sich halt eben als 18-Jähriger an. So, wo ist das Problem? Und das mit der Paywall, das ist ja wohl auch absolut gar keine Ausrede. Dem lieben Doktor habe ich übrigens auch die Chance gegeben, sich zu äußern. Ja, ich kann euch jetzt schon sagen, wird er niemals darauf antworten. Er liest wahrscheinlich die ersten Sätze, denkt sich, ach komm, leck mir am Arsch, ich bin weg. Aber er hat nicht geantwortet. Und jetzt? Wisst ihr, als ich zum ersten Mal auf diese Videos gestoßen... Ach, die wollen Money. Also YouTube ist nicht von einem einzigen Kanal abhängig, Chat, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Meint ihr echt, die machen das nur des Geldes wegen? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, YouTube will einfach abkassieren. Ich, ganz ehrlich, ich kann es nicht glauben. Bin. Dank eines Hinweises aus der Community übrigens. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, diese Inhalte, wenn die auch noch mit einer Altersbeschränkung versehen werden, dann bringen die ja noch weniger Geld, weil das für viele Werbetreibende einfach nicht attraktiv ist. Das heißt, wenn dein Kanal dann irgendwie eingeschränkt ist mit Monetarisierungseinschränkungen, dann lohnt sich das halt auch nicht, ne? Aber 1-1, YouTube läuft nicht gut, was? Das stimmt nicht. Falls ihr Ideen, Themenvorschläge, Hinweise habt, schreibt die mir gerne per E-Mail. Immer gerne, wirklich. Ganz fantastisch. Als ich das erste Mal gesehen habe, konnte ich es nicht fassen. Es war so drastisch, so drüber, dass es gewirkt hat, als ob es in so einen rechtsfreien Raum gefallen ist, wo es einfach niemand gesehen hat. Und deswegen wollte ich ja von YouTube wissen, ob sie es einfach irgendwie übersehen haben, als ob es ein Fehler in der Matrix ist. Ist es aber nicht. Und ich wollte rausfinden, was ist das für ein Typ? Ich wollte für euch mal in dieses seltsame Universum des Dr. Gustavo abtauchen. Wieso will YouTube sonst in einem Video 11 Werbung? Ich habe noch nie in einem Video 11 Werbung gesehen. Also liegt auch daran, dass ich YouTube Premium habe. Aber 11 Werbungen, das glaube ich nicht. Also du kannst als Creator, glaube ich, Werbeblöcke selber einstellen. Das heißt, der Creator kann das machen vielleicht, ja. Aber YouTube schaltet niemals 11 Werbungen in einem Video. YouTube blutet richtig aus. Die Statistik sagt was anderes. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber die Statistiken sagen was anderes. Und YouTube steht meiner Meinung nach sehr, sehr gut da momentan. Aber ich muss sagen, auch nach einem sehr genauen Blick bleiben Fragen offen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es einen wirklich echten medizinischen Rahmen dahinter gibt. Aber es stellt sich heraus, offenbar doch. So verrückt es klingt. Zumindest existieren all die Dinge, die dort angegeben sind. Auch wenn es auf eine sehr weirde Art ist. Und auch seine Strategie auf YouTube erscheint erschreckend kugelsicher. Der Punkt ist nicht, dass er hier King-Content produziert. Es ist der Ort, und die Art und Weise, wie er es tut. YouTube hat ihn trotz der meiner Meinung nach wiederholten Verstöße noch nicht entfernt. Und das mit verstörenden Inhalten unter dem Deckmantel der Aufklärung. Was das Ganze wirklich komplett wild macht. Werbung für Pornos auf YouTube. Und diese Masche läuft seit Jahren. Millionen von Zuschauern finden seine Videos. Und das ist auch weiterhin möglich. Offensichtlich. Tja, und die Kommentarsektionen sind auch sehr interessant. Von Lustmolchen, Ironie, interessierte Nachfragen, Lob bis hin zu besorgten YouTube-Nutzern ist alles dabei. Auf Anschuldigungen antwortet Gustavo schlichtweg gar nicht. Ich finde, hier wird YouTube seinen eigenen Anforderungen nicht gerecht und das wollte ich euch zeigen. Und ich wollte euch zeigen, dass man
noch so sehr auf Medienkompetenz bedacht sein kann, aber es hilft alles nichts, wenn Plattformen ihren Pflichten nicht nachkommen. Und es düstere Teile gibt. Ja, genau, das ist es halt. Also der verstößt ja ganz krass gegen die Community-Richtlinien. Er macht das ja nicht mal heimlich. Er postet Links von Webseiten da rein, die auf diese Inhalte führen, die eigentlich verboten sind. YouTube antwortet nicht. Das finde ich, also nicht antworten ist immer sehr kritisch. Und letztendlich kann ich mir es nicht final erklären, warum es so ist, wie es ist. Vicky, erst einmal im Chat dabei. Die Creator können selber entscheiden, ob sie Werbung vorwählen oder überhaupt. Genau. Ich kann als Creator entscheiden, es gibt keine Werbung, aber das machen die wenigsten, weil wenn man so viel Aufwand betreibt, dann möchte man natürlich auch ein paar Euro mit seinem Video verdienen. Finde ich auch völlig legitim. Aber wenn es dann dahin geht, dass die Creator 11 Werbung schalten, dann absolut canceln. Wo Leute ohne weiteres schaffen, sich den Regeln zu entziehen. Wir haben jetzt wochenlang an diesem Thema gearbeitet und irgendwie ist man auf jeder Fährte entweder in eine Sackgasse gelaufen oder hat festgestellt, nee, das ist schon korrekt so. Der macht das. Der kommt damit durch. Da stürzt sich keiner dran. Vielleicht basiert das auch alles auf kulturellen Unterschieden zwischen hier und Mexiko. Vielleicht liegt es an mir, dass ich es nicht verstehe. Okay. Aber das, nee, kulturelle Unterschiede kann man da nicht argumentieren, weil es sind ja international geltende Community-Richtlinien. Die zählen ja nicht für ihn weniger als jetzt für mich in Deutschland zum Beispiel. Aber gut, er hat auch keine finale Erklärung. Es gibt keine gute Erklärung, außer dass die Kanäle laufen lassen, weil sie ja scheinbar Geld bringen, ne? Eine andere Option als Geld, ja, keine Ahnung, Chat. Tja, ist ein bisschen frustrierend am Ende, aber so ist das manchmal, wenn man sich in die Recherche stürzt und nicht direkt selbst nach Mexiko fliegt. Das passiert eben manchmal auch. Es ist besser zu sagen, okay, das ist der Stand, als jetzt irgendwelche Wüstentheorien noch mit Fragezeichen hier hinten dran zu stellen. Ich beende das Experiment an dieser Stelle und würde mich jetzt doch noch dafür interessieren, was ihr von unserer kleinen Reise gehalten habt. Wie fühlt ihr euch damit? Ich hätte auf jeden Fall Bock, das mal wieder mit einem anderen weirden Phänomen im Internet zu wiederholen. Was meint ihr? Lasst mir gerne euer Feedback da. Teilt das Video mit Freund und Feind. Und wenn ihr euch jetzt weiter mit richtigen True-Crime-Geschichten auseinandersetzen wollt, dann schaut doch mal bei den geschätzten Kollegen von Atlas vorbei. Die beschäftigen sich nämlich mit dem kriminellsten Ort der Welt. Oha, Chat. Können wir auch reingehen. Finde ich sehr interessant. Wolltet ihr nicht heute True-Crime gucken? Auch sehr interessant, muss ich sagen. Und wenn ihr einen richtig wilden Krimi à la House of Cards miterleben wollt, da habe ich letztes Jahr ein kleines Video dazu gemacht. Sein ganzes Leben war eine Lüge. Schaut da mal rein. Ja, nices Video. Ich finde es gut, dass er bei Funk ist. Hat ihm keinen Abbruch getan. Chat, was sollen wir dazu sagen? Das ist verboten. Die Community-Richtlinien sind eindeutig. Ich weiß nicht, warum sich YouTube da so rumwindet. Ich kann es nicht erklären. Letztendlich finde ich den Content einfach auch. Gehört nicht auf diese Plattform, ne? Auf OnlyFans kann man das sicherlich bringen. Aber bitte nicht auf YouTube. Ich meine, sind auch viele Kinder unterwegs. Falls ihr bis hierhin geguckt habt, würde ich mich über einen Daumen nach oben auf meine Reaction auf jeden Fall freuen. Ansonsten schreibt als Algorithmus-Kommentar gerne mal Cancel in die Kommentare. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Reaction. Es war mal wieder ein hartes Thema, aber wir sehen uns bei der nächsten Reaction und tschüss.